Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Das ist nützlich, aber ich brauche mehr.
Genau, was ich gesucht habe. Nur ein bisschen zu wenig. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager.
Das müsste scharf genug sein. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ah, sie hängen an einem zweiten Seil. Ja, meine Ausrüstung, endlich. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Miguel! Das gefällt mir gar nicht. Miguel! Wo bist du? Oh nein. Miguel? Miguel? Miguel!
Heilige Scheiße. Hier muss ich vorsichtig sein. Funktioniert! Thank you.
Das gehört zu dem Wrack. Jonah! Das Flugzeug! Jonah, bist du da? Ich dachte, du wärst tot. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Yaku gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte herausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog.
Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein, sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuvakyaku, okay? Ja. Weißt du, wenn es um Rache ginge, würde ich's verstehen. Hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Siehst du das? Das muss Kuvakyaku sein. Wir müssen da runter. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Oh, hab dich. Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf sind. Ich auch. Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Oh, ich finde nicht raus, was das bedeutet. Dieses Wasser ist bestimmt trinkbar. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht. Aber Roth hat mir einiges gezeigt. Mir waren Erwachsene schon immer lieber. Ja, ich vermisse ihn. Ich auch. Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja, es geht mir auch schon viel besser. Tja.
Das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Schlangen bewachen Leben und Tod. Ich liege gefangen in ihrem ewigen Kampf. Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Oh, der Eimer leckt. Komm zurück, wir versuchen es nochmal. Okay, Jonah. Kannst loslassen. Das war's. Gehen wir rüber. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Erwähnt dein Dad in den Notizbüchern Peru? Nein,
Es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder... keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Ich glaube, da kommen wir raus. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Lara! Nimm die Leuchtpistole! Lara, bist du okay? Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern.
Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Bestien kreuzen den Weg unserer Helden. Ob sie blutrünstig sind? O tapferer Ritter, Opfer des Königsfluchs! Verdammt zur Wache, haltet ihr andere vom verbotenen Grab fern!
Tödliche Präzision. Meistens. Unsere Heldin kann auf 100 Schritt eine Fliege treffen. Das verbotene Grab ruft. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Das hat nicht gereicht. Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Die weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. Geschicklichkeit. Unsere Heldin muss treffen, damit der Korb sich absenkt. Die Ausgrabung wird bald die Geheimnisse der Städte preisgeben. Sie entdeckt merkwürdige Hieroglyphen. Vielleicht Hinweise zum verbotenen Grab? Der Schatz tritt zutage. Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit.
Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Die Burgtore sind gut bewacht. Unsere Heldin kann nicht den Haupteingang nehmen. Frische Gräber. Der König mag keine Eindringlinge. Bewusst. Nein, das verstehst du falsch. Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Oh. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Geschafft.
Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Warum mache ich immer Dummheiten? Scheiße! Croft kichert über ihre Kühnheit. Sie ist fast da. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Ich glaube, das war auf der El-Memsha-Promenade. Ich habe das meiste vergessen, aber ich erinnere mich noch genau an den Geruch der Gewürze auf dem Bazar. Mom sieht so glücklich aus. Genau wie Dad. Das sieht wie eine Figur aus dem Spiel aus, das Mom und Dad immer gespielt haben.
Aber was hat sie hier draußen auf dem Spielplatz verloren? In den Sockel ist ein A eingeritzt. Es steht für Emilia. Ich vermisse dich, Mama. Sir, mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für Sie mehr als schwierig waren. Wir alle vermissen Emilia sehr. Dennoch beunruhigt es mich, dass Lara langsam selbst das Wenige vergisst, was sie über ihre Mutter weiß. Das ist einfach schrecklich. Ich weiß, es steht mir nicht zu, Sie zu bedrängen, aber haben Sie noch einmal darüber nachgedacht, ob Sie nicht doch mit ihr über Emilia sprechen wollen? Ich bin davon überzeugt, dass es Ihnen helfen würde, über Ihren entsetzlichen Kummer hinwegzukommen. Außerdem kämen Sie sich dadurch näher. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin weiterhin fest entschlossen, Lara diesen entsetzlichen Kummer, wie sie es nennt, zu ersparen. Ständig an ihre Mutter zu denken, wäre für sie nur noch schmerzhafter. Es ist besser für sie, einfach nur ein Kind zu sein, ohne sich mit derart trüben Gedanken zu belasten. Sollten Sie in dieser Angelegenheit weiter gegen mich arbeiten, werde ich nicht zögern, Ihre Anstellung auf Croft Manor zu beenden. Unsere Heldin hat Jahre gebraucht, um diese Karte zu erstellen. Sie hat in staubigen Bibliotheken nächtelang alte Bücher gewälzt, versunkene Schiffe ihrer Schätze beraubt und jede noch so vage Spur verfolgt. Wenn es ihr gelingt, den Schatz zu bergen, erweist sich unsere mutige Abenteurerin vielleicht als würdig, Lord Richard Crofts Assistentin zu werden. Diese rätselhafte Illustration, die aus einem leeren, verfluchten Mausoleum geborgen wurde, könnte genau das sein, was unsere mutige Abenteurerin braucht, um endlich den verlorenen Schatz der Weißen Königin zu finden. Sie konnte die alten Texte entziffern und hat verschiedene Hinweise gefunden. Koordinaten, eine gigantische Fledermaus und mehrere Spielfiguren in einer Reihe. Die furchtlose Lara wird herausfinden müssen, was sie bedeuten. Ich glaube, das war auf der Elmemscher-Promenade. Ich habe das meiste vergessen, aber ich erinnere mich noch genau an den Geruch der Gewürze auf dem Bazar. Mom sieht so glücklich aus. Genau wie Dad. Das ist nicht fair. Warum musste sie nur sterben? Das sieht wie eine Figur aus dem... Es hieß 90 Grad Ost und 30 Nord. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Heiratete Maria Theresa und beendete so den Krieg mit Spanien. Arme Königin, Maria Theresa starb qualvoll und der König sagte, das ist der erste Ärger, den sie mir bereitet. Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Harnisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Harnische waren. Die armen Pferde. König und weiße Königin. Da ist was in den Schilden. Thank you.
Ein Zitat von Chaucer. Was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Der Kopf von König David. Vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Eine Rolle aus Byzanz. Gerechtigkeit ist das beharrliche Bestreben, dass jedem sein Recht zuteil wird. Kaiser Justinian. Das ist ägyptisch. Ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Lässt die Liebe Licht um Toast. Geschafft! Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Ich wollte Ihnen nur für Ihre Diskretion und die von Ihnen geleistete Arbeit danken. Der Aufbau des Gewölbes entspricht exakt meinen Vorgaben. Die Abschlusszahlung wird Ende der Woche bei Ihnen eingehen. Die Verzögerung war einem Buchungsfehler geschuldet, der inzwischen korrigiert wurde. Mit freundlichen Grüßen, Richard Croft. Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlingsmaske. Ob diese Augen Eldorado gesehen haben? Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen.
Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Eine Ariki-Statue. Von den Cookinseln? 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Die Todesmaske von Agamemnon, gefunden in Mykene. Eine Stammesmaske aus Afrika, aus Gold. Ashanti vielleicht. Die Flügel entfalten sich. Das Schild reflektiert den Lichtstrahl. Sie, die weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen.
kann ich sie befreien. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Erstaunlich. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen? Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Guten Morgen. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ah, was es auch ist, wir schaffen's schon. Ey, schlimmer als gestern geht's ja nicht, oder?
Das ist eine Kamera der X-700-Serie. Sam hatte so eine und ich war unglaublich neidisch. Sie ist genau das Richtige für eine Expedition auf der Suche nach vergessenen Monumenten oder Zivilisationen. Außerdem beweist sie, dass jemand nach den 80er Jahren hier war. Selbst wenn die Moderne über sie spottet, können manche Legenden die Menschen immer noch inspirieren. Das Objektiv hat einen Sprung. Es sieht fast so aus, als wäre es von irgendeinem Projektil getroffen worden.
Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Was ist los? Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was macht ihr dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück. Verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Jemand aber halt die mal Augen offen. Ich mach schon. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Jemand sollte mal nachsehen. Ich mach schon. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Ich würde sie zu gern finden. Ich nicht. Warum nicht? Du wärst ein Held. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht sofort auf. Ja, Sir. Lara, alles klar. Es ist ruhig. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, die Warte. Wir bisher übersehen haben. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssten das Ganze irgendwie abstützen. Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Ich stehe nicht völlig gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Was in Gottes? Versteck dich. Dave? Sammy? Diese Typen. Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Dave? Sammy? Da drüben! Thank you.
nein, das kannst du dir abschminken! Leck mich! Halt! Danke. Bist du okay? Ja, nimm das. Hoffentlich waren das die Letzten. Das war knapp. Ja. Wie kommen die hierher? Keine Ahnung. Nicht gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Mein Arm juckt total. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du, meine Großmutter hat in den 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren, ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Wie war deine Mutter so? Du erzählst nicht viel von ihr. Sie war kreativ, abenteuerlustig. Sie war wahrscheinlich der Klebstoff, der uns zusammenhielt. Nach ihrem Tod war es einsamer. Hübsch. Komm schon, gehen wir. Eine Idee, was die Zwillinge sein könnten? Das kann alles sein. Zwei Denkmäler oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an, wenn wir es sehen, wissen wir es. Ja. Da unten sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ah, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Noch übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Danke. Tja,
Du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich habe dir einen freien Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Dir auch. Bist du mit Lara... Freunde, Kollegen. Sie ist brillant. Hm. Ihr seid also nicht... Oh, nein. Nichts dergleichen. Nein, ich bin Single. Interessant. Du bist also eine Inka? Nicht ich. ¿Es nueva aquí? Acostúmbrese a no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿Du bist nicht von hier? No, trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó de la nada. Hundió el maldito barco. ¿Quiere negociar? Oh. Hola. ¿Forma parte del equipo de excavación? Nein, nur auf der Durchreise. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Danke. Fue un placer. Llevo 2 años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago y... ¿Quién es ese tipo? Si quiere conocer Kuwak Yaku, puedo ayudarla. ¿Bist du der hiesige Fremdenführer? Sé a dónde ir. Y a quién no acercársele. Verstehe. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos. Pero la cerveza está caliente. Ich werde darauf achten. Ah, y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Genau. Schön, ich behalte möglichen Ärger im Auge. Ojos bien abiertos. Gott sei Dank. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern.